Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Skyrim Special Edition. What should we eat? Where should we eat? I guess I'll let you figure out the tough decisions. Ja, das ist wirklich wahr. Wo sollen wir essen? Ist auch ganz schön was drauf. Aber natürlich reden jetzt alle NPCs wieder in meine Anmod rein. Natürlich. Warum stelle ich mich auch immer in die Stadt? Eigentlich stelle ich mich immer da, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Aber egal. Wo bin ich stehen geblieben? Also, ich begrüße euch herzlich. Ich begrüße euch zurück. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge. So geht's richtig. So, ich bin ein bisschen durch den Wind geraten durch diese Anmod-Unterbrechung. So. Unsere nächste Quest ist eigentlich eine verschiedene, oder? Wer weiß. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht ganz, was ich als Quest machen werde. Ich werde vermutlich erstmal den alten Quest hier beenden. Suchen nach Arteriumsplittern. Ich habe ja nur noch 90 Leben und ich würde gerne diese Quest machen. Obwohl, ich glaube, die Quest kann ich mir auch aufsparen. Dann macht man sie halt dann, wenn sie gerade am besten passt. Ich würde am liebsten. Dann. Ja, komm. Machen wir mal eine ganz witzige Quest. Gehen wir mal nach Einsamkeit einfach. So. Wir reisen heute nach Einsamkeit. Zur Einsamkeit hin. Und das machen wir dann einfach mal heute. Ey, hallo, ich will hier raus. Geht doch. Ja. Wollt ihr etwas von mir? Ihr braucht etwas? Nee. Diesen Bug mag ich immer auch nicht. Schön die Stadt verlassen. Wie gesagt, ich habe jetzt nichts weiter geändert in meinen Einstellungen, wie ich ja schon vorher sagte. Ich werde jetzt einfach nur noch zum Stall rennen, nach Einsamkeit reisen und da ein paar Quests machen, die mich ein bisschen catchen. Ich könnte natürlich Dämmerwacht machen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, Dämmerwacht werde ich irgendwie später machen. Mache ich vermutlich, wenn ich Level 15 oder so bin. Soll ich euch mitnehmen? Ja, ich hätte gerne. Einsamkeit bitte einmal. Klettert wieder hinein. Jo, kein Ding. Immer wieder gerne. Aufpassen. Seid ihr zum ersten Mal in Einsamkeit? Schöne alte Stadt. Hauptstadt von Himmelsrand, aber das wusstet ihr bestimmt schon. Ja. So, also ja. Das wird mein Plan sein für diese Folge und auch vermutlich für die nächsten. Ich habe auch vor, diese Folgen etwas kürzer zu halten. Oh, sieht das schön aus. Und nicht mehr. Die Stelle habe ich noch gar nicht entdeckt, ne? Das nervt uns. Nur einmal, dass die Ställe etwas weiter weg sind als von der Kutsche. Denn hier sind die Höfe. Der Hof. Es gibt hier keine direkten Stallungen, deswegen muss man immer den Hof entdecken. Und von da aus kann man dann weitergehen. So mache ich das immer, weil der Hof eigentlich die Stallungen sind. Und jetzt kann man daraus sich schön hochbegeben. So ein paar Blumen wieder nebenbei pflücken. Wieso nicht? Wie gesagt, ich werde die Folgen etwas kürzer halten in der Minutenanzahl, weil sonst die Folgen viel zu, die Dateien viel zu riesig werden. Und ja, das heißt, ihr werdet vermutlich mehr Folgen sehen als. Also ich werde nicht immer eine Folge gleich eine Quest machen, sondern. Ja, sondern manchmal vielleicht drin eine Pause machen, dann geht's in der nächsten Folge weiter und so fort. Was ist denn los? Ihr braucht etwas? Nein, eigentlich nicht. Ich wundere mich nur, warum hier vier Leute stehen. Es ist so aufregend, wenn neue Leute was in die Stadt kommen. Ich wette, ihr habt jede Menge Abenteuer erlebt. Alles klar, gehen wir einfach so rein, die wollen nichts. Die dürfen Onkel Rock mir nichts antun. Sagt ihm, dass er es nicht war. Alle auf Position. In der Richtung. Nach Hause. Geht und wartet verraten. Dort, bis eure Mutter kommt. Oh. Verräter, wir solltet ihr sagen, dass ihr Onkel ein Kriegsgeneral ist, der seinen Großkönig verraten hat. Besser, sie erfährt es gleich, Advar. Ihr seid zu gütig, Vivir. Rockwir, ihr habt Ulfric Sturmmantel geholfen, aus dieser Stadt zu fliehen. Nachdem er Großkönig Torrik ermordet hatte. Indem ihr das Tor für Ulfric geöffnet habt, habt ihr die Bewohner von Einsamkeit verraten. Er verdient es nicht zu sprechen! Es ist überhaupt kein Mord geschehen. Lügner! Ulfric hat Torrik herausgefordert. Er hat den Großkönig in einem fairen Kampf besiegt.
So ist es bei uns Brauch. Dies ist die uralte Tradition von Himmelsrand und aller Nord. Die können anscheinend nicht leiden. Was hältst du davon? Du brauchst etwas? Items? Potions? Hugs? I've got it all. Anscheinend noch gar nichts. Kann man sogar mitgehen lassen. Klauen wir das mal, bevor die Wachen das einstecken. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Net to know. Eine schöne Torwache wart hier. Also. Oh. Tollkirschen. Alles klar. Tollkirschen sind super. Die brauche ich noch später. Deswegen nehme ich die auch immer schön mit. Ich brauche da zwar bei weitem nicht so viel, aber mehr zu haben ist immer besser als zu wenig zu haben. Davon habe ich ehrlich genug, aber egal. Gehen wir mal zum Palast von Einsamkeit. Wir haben ja gerade erfahren, der Großkönig ist gestorben. Was geht hier denn ab? Vielleicht etwas für uns zu tun. Was könnte das zu bedeuten haben? So, das wäre ja auch ganz nett. Aber ja, ich hoffe, ich habe euch schon alles erwähnt. Also Folgen werden jetzt vermutlich auf 30 Minuten oder vielleicht sogar kürzer gehalten. Ich würde sogar eher auf 25 gehen. Die brauche ich. Mindestens einmal. Hören wir mal zu und reden in dem Fall weiter. Es gibt ja eh noch ein paar Quests, die ich unbedingt machen will. Wie zum Beispiel, ich möchte gern. Denn es gibt ja hier noch die Quest mit diesem Gegenstand. Ein ungewöhnlicher Stein. Dass man einen Schätzer braucht. Mit. Ach, come on. Dann halt kurz laden. Ey, das hat doch niemand gesehen. Also ich bitte euch. Ey, ich meine, wie können wir bitte durch die Wand gucken? Bei den Göttern, dann ist es wahr. Ein Drache hat Weißlauf angegriffen. Wie lächerlich. Durch die Wand geguckt. Ein solches Monster besiegen. Das finde ich ein bisschen lächerlich. Oh Gott, jetzt bin ich wieder aus durcheinander gebracht. Boah, dienen wir uns hier mal ein bisschen. Da will ich eh nichts haben. Aber den hätte ich gerne. Auch. Sieht wertvoll aus. Warum nicht mal ein paar Leute beklimmen? Den Stein wollte ich eigentlich nur haben, weil wegen der Quest. Den Rest brauche ich eigentlich nicht, aber ist nett to have. Das brauche ich wirklich nicht. 8 Septime nur. Puh, die geizen aber wirklich. Den Rest lasse ich hier mal drin. Der Rest ist ja irrelevant. Ich danke euch, Jalis. Aber wegen der Höhle. Ich werde auch jemanden damit beauftragen, sich um die Höhle zu kümmern. So, es gibt ja anscheinend doch Probleme. Das ist wunderbar für uns, denn die werden wir auf jeden Fall dann mal beenden oder lösen und unsere Hilfe anbieten, damit wir noch abcashen können. Habt ihr am Hofe etwas Geschäftliches zu erledigen? Ja, ich habe gerade erfahren, dass ihr für die Wolfsschädelhöhle Hilfe braucht. Meint ihr diese Drachenbrücke-Geschichte? Um ehrlich zu sein, hatte ich nicht vor, die Sache weiter zu verfolgen. Varnius ist immer ein bisschen schreckhaft. Es wird über seltsame Geschehnisse in der Nähe der Wolfsschädelhöhle gemunkelt. Verschwindende Reisende, merkwürdige Lichter. Ich vermute, dahinter stecken wilde Tiere oder vielleicht Banditen.
Ich glaube nicht, dass es die Mühe wert wäre, wo wir doch im Krieg sind. Aber wenn ihr die Höhle säubern wollt, sorge ich dafür, dass es sich für euch auszahlt. Oh, das hört sich doch super an. So, Ihr könnt jederzeit zurückkommen, wenn ihr Fragen habt. Alles klar, dann... Ja, dann machen wir das doch mal. Also, finde ich jetzt nicht so das Problem. Aber wie gesagt, ich hoffe, ich habe schon alles erwähnt. Jetzt mal ein bisschen off-roll. Ich hoffe, ich habe schon alles erwähnt, was ich vorhabe. Also, wie gesagt, 25 Minuten Timegap, damit die Folgen kurz sind. Dafür werde ich mal verschauen. Es wird vermutlich trotzdem nur ein Skyrim-Let's Play oder eine Skyrim-Folge pro Tag planen. Es ist halt ein bisschen kürzerer Content, ein bisschen weniger, aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Wenn ich mir irgendwann mehr Zeit habe, wird auch mehr kommen, aber ja, das muss ich auch erstmal haben. Das ist halt immer so die Sache, man kriegt nicht immer alles so geschenkt. Aber ja, Zeit ist nämlich sehr wichtig und was man nicht hat, ne, das hat man nicht. Wo will ich denn hin? Da muss ich hin und hier, wo will ich eigentlich hin? Hier ist auf jeden Fall ein netter Bereich, finde ich. Hier gibt es schöne Sachen zu entdecken. Ich glaube, da hoch will ich, ne? Ja. Oh, ich bin ein bisschen langsam. Aber ich glaube, das passt schon. Oder kann man sich hiermit irgendwie schneller bewegen? Ah, ja doch. So wird man schon ein bisschen schneller. Das ist nützlich. Nützlich. Ich dachte eigentlich nur damit... Ja doch. Das ist eigentlich logisch, aber ich dachte eigentlich nur, meine Tragkraft erhöht sich. Und nicht unbedingt auch meine Geschwindigkeit. Wenn ich das zusammenwende, ist ja... Da geht gar nicht. Da kann man immer das eine aufladen lassen, während man das andere benutzt. Das ist super. So, wo wollte ich jetzt hin? Oh. Sieht das schön aus. Alter, sieht das schön aus. Das ist doch ein geiles. Das ist doch ein schönes. Das sieht doch schön aus. Guckt euch die Sterne an, guckt euch das da an. Sieht doch schön aus. Das kann man ja immer machen. Ja, über welche Fähigkeit verfügt ihr nochmal? Ma und Pa fought for the Empire during the Great War. Although I don't see what's so great about it. I'm sure it's over my head. They're the ones who taught me everything I know. About battle, that is. It's not like they had to teach me about exploring. That I taught myself. Although growing up in the Reach Hill, first thing you learn is how to deal with heights. After that, dwarven ruins are a cinch. Ah, verdammt. Ja, ich versuche irgendwie ihre Quests zu triggern. Aber anscheinend. Also, sonst geht's euch gut. Wir sind Schrein auf Mirida. Ja, das war's. Da gehen wir auch jetzt mal hin. Ein neuer Bittsteller nähert sich. Hört mich. Hört mich an und gehorcht. Eine schändliche Dunkelheit ist in meinen Tempel eingedrungen. Eine Dunkelheit, die ihr vernichten werdet. Doch zuerst müsst ihr mir meinen Stern zurückbringen. Ich werde euch zu ihm führen. Findet ihn und kehrt hierher zurück. Ich werde euch reich belohnen. Im Morgengrauen, Quest begonnen. Achso, die Quest muss ich dann auch ausrüsten. Jetzt, eigentlich dachte ich, also jetzt finden wir mal den Stein, ist dann auch eine Quest, genau wie die. Dann gucken wir uns erstmal an, wo ist die Quest denn? Oder ist der Stein, was er gesagt? Der kann ja auf jeder Truhe sein. Oh. Oh, das war sogar Premium, dass ich die Höhle schon mal entdeckt habe. Oh, als ob ich es geahnt hätte. Das ist ja super. Dann können wir da sogar schnell hinreisen, aber die Quest werde ich in nächster Folge, glaube ich, machen. Ich werde mich erstmal hier auf die Wolfshöhle konzentrieren.
Das ist so meine Gedanke, was ich jetzt in dieser Folge machen werde. Und ja. Zur Sache jetzt mit dem Anno-Let's Play, falls ihr jetzt noch dran seid, Anno auch guckt. Hand zum Gruße, Freund. Ich freue mich über jeden fröhlichen Gesellen, der diesen herrlichen Tag genießt. Ja. Oh, ihr seht aber müde aus. Kommt, teilen wir uns doch eine Flasche Honigbräu mit. Ich nehme die Einladung zu einem Getränk gerne und sag mal nicht nein. Nichts ist besser, als den Krug zu heben, um, nun ja, die Stimmung zu heben. Prost! Mögen eure Abenteuer euch Ruhm und Reichtum bringen. Nette Leute. Oh, dann heißt es erstmal Prost, ne? Prost. Würde ich mal meinen. So. Dann sind wir auch schon an der Höhle da. In die wir zugleich uns um die Welt kümmern werden. Um die Probleme. Und damit ein bisschen abcashen. Ey, Skelette. Boah, Alter. Was machen hier Skelette in der Höhle? Ey. Snowballs, ja, davon braucht man doch noch ein paar. Ich werde einmal das Schwert mal mitnehmen. Das werde ich noch brauchen, glaube ich. Gehen wir mal in die Wolfsschädelhöhle. Und schauen uns hier mal ein bisschen um. Was geht denn hier ab? Ich finde es nicht so nice, dass ihr die Fallen auslöst. Wieder alles. Wer lässt denn die Flaschen hier einfach liegen? Das macht doch niemand. Ihr seht mich nicht. Nein, nein. Ich werde euch mit Freuden töten. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Super, da hätten wir alle besiegt. Oh, Circle of Strange. Nehmen wir gleich mal alles mit. Die Rom. Oh, Rom wird auch endlich mal was wert.
Schnäpse. Ich gebe euch Deckung. Das finde ich super. Ihr habt super gekämpft, Leute. Wieder alle leer gebeichert. Ey, die sind doch locker schon an Alkoholvergiftung gestorben, ey, bei dem Mengen. Guckt euch das an, da liegen 300 Flaschen. Oh, Alter, Kohlsuppe, lecker. Obwohl, eigentlich als Katze dürfte ich eigentlich keine Pflanzen essen. Mich umbringen, dann stirbt der auch. Kriegt er gar keinen Schaden. Da muss ich mich ja einmischen. Alter, Leute, ey, das geht so gar nicht. Alter, noch gerade so überlebt, ey. Draugeißel ist dort ein Schaden. Eine Wucht, der gar keinen Schaden bekommen, ey. Puh. Ah. Pfeile aufnehmen, immer wieder gerne. Ich habe hier auch noch irgendeinen Pfeil in die Wand geschossen. Schön, dass die stecken bleiben. Ich würde mal schätzen. Wie konnten die da stehen, ohne dass man sie gesehen hat? Ah, da oben ist auch noch ein Pfeil drin. Und noch ein Pfeil. Mann, habe ich viele in die Wand gelöchert. Da muss man wieder die Flammen rausholen. Kann ich ja nicht sehen. Ah, warte mal. Ich bin doch dämlich. Ich habe den Nachtsicht-Perk. Ich bin auch ein Khajiit. Hier runter muss man... Ich glaube, ja, so ist das. Empty Wine Bottle. Ja, ich glaube, dann gehen wir mal weiter. Die Ruinen erkunden wir jetzt mal. Und wir nähern uns eigentlich schon am Ende der Folge. Ja, das liegt zum Teil daran, dass ich ein bisschen vorsichtiger vorgegangen bin und nicht einfach reingewascht bin. One shot, easy going. Ich müsste den da oben auch treffen können. Ich bin da noch nicht der Beste mit dem Bogen. Du mir verzeihen. Hä?
Really? Wo fliegen die denn hin, wenn ich nach da schieße? Oder kann ich die von hier gar nicht abschießen? Ich schieße doch klar über die rüber. Boah, Alter, ich bin so schlecht mit dem Bogen, ne? Also wenn der sich jetzt nicht bewegt und so schieße, treffe ich. Aber auch nur den Fuß. Oder was? Komisch. Das heißt, wenn ich irgendwie nach da schieße, treffe ich? Nein, ich muss doch nach da oben schießen. Mal den perfekten Winkel, Mann, bin ich schlecht geworden. Ich müsste eigentlich von hier treffen können. Ich bin zu schlecht dafür. Es tut mir leid, Leute. Die Aufnahme geht wieder viel zu lang. Ach, ich faile komplett mit dem Bogen. Ey, dich treffe ich. Wo ist der Leichnam hin? Ah, da unten. Mondzucker, den brauche ich sogar. Magieresistenz. Eisenfall nehme ich doch gerne nochmal mit. Und dann chillen wir uns hier mal zu den Ketten. Alles klar. Wir chillen uns erstmal hier hin und dann. Jetzt haltet die Schnauze, dann mache ich das halt so. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dies, wie gesagt, die Folgen werden jetzt erstmal kürzer. Die Folge geht jetzt schon wieder eine halbe Stunde, auch wenn ich nur 25 Minuten machen wollte. Ja, die muss ein bisschen schneller gehen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr lasst eine Bewertung da und auch konstruktive Kritik in den Kommentaren. Konstruktive Kritik. Ach Gott, ey, ich kann gerade nicht sprechen. Das kommt davon, wenn man die erste Aufnahme am Tag komplett spontan macht. Ja. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr lasst eine Bewertung und konstruktive Kritik in den Kommentaren da. Oder generell ein Kommentar da, wäre ganz nett, würde mich auf jeden Fall freuen. Und was mich auch noch freuen würde, wenn ihr ein Abo da lässt, das wäre eigentlich für mich, wäre super für mich. Also wenn es euch gefällt, dann lasst ein Abo da und auch eine Bewertung. Oder so. Und ja, ich hoffe, euch hat dieser Part auch gefallen. Ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden mit der Qualität oder zufriedener und auch mit der Länge. Auch wenn jetzt wieder eine halbe Stunde geht, ich weiß, die nächste Folge wird dafür kürzer. Also 25 Minuten, perfekt. Diesmal mache ich, versuche nicht irgendwie noch mit einem Bogen Skillshot zu treffen. Aber ja, man sieht sich dann in der nächsten Folge und bis dahin. Ciao, ciao und viel Spaß noch.